Und ich hätte Heißgetränke mitnehmen sollen und keine Kaltgetränke. Und Steaks und sowas. Meine Ausdauer wird so schnell runter sein. Ach, ich habe Megasäfte. Okay, nichts gesagt. Kolja! Warte, hier. Hallo! Ja, weißt du was? Ich block ab am Tail. Fuck! Der Hinterteil ist so hart beschützt. Alter, die. Ist jetzt nicht wahr, oder? Die hat nicht wirklich einen Keuschheitsgürtel um. Fuck you, Mann! Fuck you! Hätte ich das gewusst, hätte ich auch niemals genommen. Aber gut, ich liebe Herausforderungen. Also, das kriegen wir hin. Mit genügend Elan kommen wir da durch. Da kann kein Keuschheitsgürtel unsere Famosität abhalten. Und nein, ich habe gerade überhaupt nicht viel Schaden bekommen. Und nein, ich bin überhaupt nicht fast tot. Das seht ihr gerade komplett falsch. What the fuck? Hab ich schon mal gesagt, dass ich Ecken nicht mag? Aber nicht den Elan verlieren. Wir müssen durch den Gürtel durch. Komme, was da wolle. Wenn das ein Ratterlus hinkriegt, dann schaffen wir das doch erst recht. Aber wenn wir gerade vom Ratterlus reden, bevor der kommt, sollten wir hier auf jeden Fall schon fertig sein. Wie gesagt, ich bin offen für alles. Und zwei auf einmal ist halt eben dann doch etwas schwieriger. Okay, ich komme scheinbar direkt hinten drauf durch. Wir haben es geschafft. Wir haben die Schwachstelle des Gürtels gefunden. Ah, wisst ihr was? Das treffe ich nicht. Aber sehr schön. Die scheint schon dezent aggro auf mich zu sein. Schön erwischt. Ich weiß noch nicht, wie wir dann den Ratter das schaffen wollen. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie es da hinten aussieht. Die war die ganze Zeit davor. Komm schon. Yep, das ist das nächste. Kriegen wir hin. Wuhu! Ein perfekter Schlag! Es fehlt nur noch der Kopf. Das schaffen wir jetzt auch noch. Keine Angst. Toni, komm mal auf den Meter. Ich brauche deine Hilfe. Ich erinnere mich gerade an den Gypsoros. Ich weiß nicht wieso. Aber ich habe gerade Gift-Flashbacks an ihn. Kann es sein, dass der Kopf von ihr ein bisschen härter ist als von der normalen? Dass sie dann durchaus so ein bisschen dickköpfiger ist als so normale Ratians. So kommt es mir nämlich gerade vor. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr jung. Wir haben hier einen echten Puma vor uns, der weiß, was er macht. Und der weiß, was er will. Oder was sie will. Und sie will Fleisch. Richtig viel Fleisch. Wir haben den Keuschheitsgürtel schon aufgebrochen. Jetzt fehlt nur noch. Ja. Das Durchhaltevermögen bis zum Ende. Bevor sich der Gürtel wieder schließt, sozusagen. Da müssen wir sie immer ganz hart verwirren. Oh, nicht getroffen. Meine Verwirrungstaktik hatte nichts gebracht. Das heißt, der Anmachspruch hatte nicht gut genug funktioniert. Ich muss mir andere ausdenken. Die besser landen. Denn sie ist es eigentlich nicht gewohnt, von Männern, menschlichen Männern, Komplimente zu kriegen. Deine Augen sind so schön wie der Mond selbst. Oh, das hat sie aber hart getroffen. Das sagt doch sonst nur mein Ratternüschen zu mir. Und dann lasse ich immer runter mein schönes Höschen. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh, was war das? So hat mich mein Ratter doch noch nie angefasst. Oh, du scheint was ganz Besonderes zu sein. Nope, das war nicht ich, das war Toni. Aber schön, dass du ihn auch entsprechend einbeziehst. Oh, sie ist wieder normal. Sie hat sich wieder gefunden. Nein, ich betrüge ihn nicht. Nicht mit so einem dahergelaufenen Menschleinchen. Weißt du was, mein Fräulein? Wenn der Gürtel einmal offen ist, da kannst du schreien, wie du willst. Da hilft dann nichts mehr. Dankeschön, Toni. Das nennt sich Teamwork. Mein Pfotenmann. So läuft das. Oh, fuck. Oh, da war das nächste Kompliment.
Mit deiner Zunge schleckerst du wie ein Schluckbuck. Er spielt auch Pokémon. Ich bin nicht alleine mit meiner Sucht. Alle anderen Ladies haben immer gesagt, du darfst das nicht tun. So wird dich nie einer nehmen. Aber er fühlt genauso wie ich. Nein, das kann doch nicht sein. Ist er mein wahrer Seelenverwandter? Oh ja, das bin ich, meine Schöne. Nein, ich darf mich nicht unterkriegen lassen. Oh, das war so tief. Oh, das schon wieder. Mein Rathalos, wo bist du, wenn ich dich einmal brauche? Als Rache will mich verschlingen. Er wird nicht kommen. Er hat Angst vor mir. Dein Checker weiß nicht mehr, wie man mit Frauen umgeht. Rathalos, ich komme. Ich komme zu dir. Ja, das heilt nicht allzu viel. So, wir sind ganz schnell wieder Viagra schlucken. Das war gerade härter als gedacht. Vorrat geliefert. Oh mein Gott, ey, der Pornostar hat dran gedacht. Die meisten vergessen das immer, aber er nicht. Ah, so, wir brauchen noch ein paar bessere Komplimente. So langsam gehen sie uns aus. Sie hängt noch zu sehr an Rathalos. Das müssen wir ändern. Puh, auf geht's. Aber er ist noch nicht hier. Er vernachlässigt sie. Ah, sehr schön. Ich spiele jetzt einfach mal Postbote und schiebe meine Post bei ihr in den Schlitz rein. Das wird schon funktionieren. Bleib weg von mir! Oh, verdammt. Sehr schön, Toni. Mein Pfotenmann schlägt wieder zu. So muss das. Ich komm, schick sie gleich rein. Keine Angst. Erstmal das nächste Kompliment. Oh, weißt du was? Ja, dein Fell. Dein goldenes Fell. Das ist doch frisch gefärbt, oder? Ich sehe doch, dass du beim Fellfriseur warst. Er hat es bemerkt. Nein. Oh, das war so tief. Oh ja, das war's. Und jetzt noch schnell ausnehmen, weil man weiß, wenn man da mal wieder die Chance zu kriegt, den Ratian zu bestehlen. Goldratian Rückenpanzer. Mir fällt gerade was ein. So, Schlögungsphase vorbei, ist mir gerade egal. Ah, Goldratian Schuppe, sehr schön. Puh, schnell bestohlen, denn nach einer richtig harten Orgasmus muss jede Frau, vor allen Dingen die Ratian und vor allen Dingen die Goldratian, sich erstmal ganz kurz erholen. Es geht sonst nicht anders. Und das hier hätte ich beinahe vergessen. Nein, Goldratian Rückenpanzer brauche ich nicht. Nee, komm, dann legen wir den einfach ab. Komm schon. Rubin! 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 Oh Mann! Kann ich mal einer von euch ausschalten? Also wenn einer von euch gerade der Blitz ist, es wäre echt geil, wenn du jetzt ausschaltest. Vielleicht kriege ich dann gleich den Ratian Rubin. Also kurz vor der Questbelohnung einfach ausschalten. Und wenn du der Blitz bist, dann weiß ich, dass ich da was bekommen werde. Weil es halt eben, ne? Passiert ja nur, wenn du nicht da bist. So, wir müssen jetzt noch den Checker finden. Wir müssen ihm irgendwie verklickern, dass seine Freundin fremd gegangen ist. Das wird er auf keinen Fall allzu gut aufnehmen, aber das können wir gerade nicht anders machen. Und um dann ihm zu zeigen, wieso sie fremd gegangen ist, damit er ihr auch verzeiht, müssen wir ihn so richtig hart nehmen. Richtig hart von hinten. Ja, da hat er erstmal Angst vor, das hat jeder. Aber mit der richtigen Technik, vom richtigen Typen, dann funktioniert das ganz gut. Da ist übrigens der Turm, wie es aussieht. Ja, da fliegt er erstmal ganz weit weg. Der weiß nicht, was er da machen soll. Ich will mal was ausprobieren. Wenn das klappt, dann bin ich der Oberbabbo. Wenn nicht, werde ich getroffen. Komm schon. Komm zu mir. Komm. Du hast deine Freundin einfach nur mal weggelassen. Oh, das war zu früh. Wenn du sie so vernachlässigst, ist es doch klar, dass das nicht funktioniert. Du musst ihr schöne Komplimente machen. Über Sachen, die sie mag und Sachen, die sie nicht mag. Das, was sie an sich hasst, das ist genau das, was du loben musst. Hast du das jetzt verstanden? Ja, genau, da brauchst du nicht wütend werden, da musst du mir einfach nur zuhören. Und ich habe den Shiny Drop gehört. Geh da weg, ich brauch den. Ja, den brauche ich, um dir wieder reinzustecken. Das hast du richtig gesehen, weil einfach nur das lange, dicke Ding, das wird dann wehtun. Wir holen uns das dicke, dicke Ding. So hieß unser Grundsatz. Und ich weiß jetzt nicht, ob du den richtig verstanden hast. Das heißt nämlich nicht, dass du dir die dicke, dicke Ratian holst.
was du nämlich auch nicht getan hast, sondern hier mein richtig dickes Ding holst du dir. Jetzt richtig hart. Ja, und wo ist jetzt der Shiny Drop? Hier, perfekt. Ah, nur eine Löwenträne. Hiervon hätte ich nämlich jetzt eine Ratte aus Rubinen bekommen können. Jetzt kann ich euch so sagen, wie es ist. Das wäre möglich gewesen. Das stimmt. Aber ich habe ja Pech. Alter Schwede. Ich weiß, warum die Ratian erst nur zu ihm wollte. Der schafft es, mit einem Füßlein zum Ende zu kriegen. Und dann kommt der richtig harte Schwanz und macht das Ende. Not bad. Die Taktik ist echt nicht schlecht. Eine Fußmassage und sagen ein Footjob, wenn man es so sieht. Also nicht Essensjob, sondern Fußjob auf Englisch. Ja, der wirkt scheinbar auch echt richtig harte Wunder. Ja, ich sehe, ihr seid doch irgendwo gleichgesinnt. Ihr habt beide die perversen Ideen, aber ich werde sie dir schon austreiben. Sie liegt übrigens im anderen Gebiet und schläft. Ich habe sie zum Schlafen verdonnert. Denn nach sowas muss man sich immer erstmal ausruhen. Und du wirst ihn auch ausruhen müssen, aber du hast ganz viele neue Ideen, wie du es der Ratin am besten zumindest von hinten gehen kannst. Das muss man einfach mal am eigenen Leib gespürt haben, bevor man es an anderen ausführen kann. Aua, ich krieg gerade viel zu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Und ich will nicht von ihm genommen werden. Nein, ich nehme ihn. Das war von vornherein so festgelegt. Das werde ich auch nicht ändern. Meine Aussage bleibt gleich. Ist das klar, Latterlöschen? Und du fliegst jetzt nicht weg. Du bist kein typischer Ratterlos. Sehr schön. Toni! Nein! Ich werde dich rächen. Wenn er einmal hier lang kommt. Ja, er ist kein typischer Ratterlos. Er ist schon durch unsere Kampfkunst so verwirrt, dass er es nicht mehr schafft, eine Falle zu erkennen. Jeder normale Ratterlos flieht, sobald er eine Falle sieht. Doch nicht dieser hier. Dieser ist anders. Er will wissen, was ich so besonderes drauf habe. Im Bett und im hohen Gras. Wir laufen so das hohe Gras und plötzlich bling! Ein wilder Ratterlos appiert. Also taucht auf. Appiert. Mein Gott, ich habe viel zu viel von solchen Bildern gesehen, wo es auf Englisch steht. Nope, Sir, not today. Und Ratterlos, ja, wenn du einmal gelernt hast, es zu genießen. Kennst du doch diesen wunderbaren Ratian Stachel, ja? Genau den kannst du dir auch mal hinten reinschieben lassen. Darauf steht die, wenn die sowas machen darf. Mein Loch ist zu klein und mein Loch ist zu hart, dann bricht er immer ab. Aber bei dir, so weich wie das ist, das wird locker durchgehen. Weißt du, wie nice sie sich dann fühlt? Du kannst ihm multiple Orgasmen damit geben, indem sie einfach mal ihren Stachel bei dir reinstecken lässt. Glaubst du mir nicht? Willst du Abstand gewinnen? Ja, ich öffne das Ding so weit, dass sie es machen kann. Ich will nämlich nur, dass es ihr gut geht. Bis dir geht es mir eigentlich scheißegal, aber meine Ratian. Weil wenn ich einmal eine Frau begattet habe, dann ist es mir auch wichtig, wie es ihr geht. Dann lasse ich die nicht einfach so irgendwo liegen, im Gegensatz zu dir. Wenn da jetzt ein fremder Ratterlos kommen würde, nachdem sie nicht gerufen hätte, ich würde sie verteidigen bis aufs Messer. Und er wird kommen, verspreche ich dir. Es gibt immer bessere als man selber. Die Frauen begreifen das bloß meistens nicht. Und das ist das Glück eines Mannes. Und das Glück hatte ich gerade eben auch. Also, auf geht's. Ah, du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss einfach richtig hart rangehen bei dir. Guck mal, solche schönen Komplimente wie deine Flügel verursachen irgendwo ein Tornado. Ja, den hol sie einfach aus den Wolken raus. Und wenn sie einmal unten ist auf dem Boden, dann kannst du mit ihr machen, was du willst. Habe ich vorhin selbst miterlebt. Ja, sicher. So wie ich jetzt mit dir machen kann, was ich will. Du wehrst dich zwar noch, aber das wird schön. Siehst du? Ja, langsam wirst du ruhiger. Aber langsam werde ich auch erschöpfter. Oh, das war ein schöner Schlag. Ja, sehr innovativ. Wunderschön. Und diese Pillen. Genau diese Pillchen, die brauchst du. Du brauchst nicht unbedingt das Glas, was drumherum ist. Du musst nicht mit essen, aber grundsätzlich das, was drin ist. Ich lasse dir ein paar hier. Damit kannst du deine eigene Leistung um ein Vielfaches erhöhen. Ja, brauchst du auch keine Handcreme mehr. Also wenn du es richtig einsetzt,
dann brauchst du keine Handcreme. Und wisst ihr was, der Rathalos hat mir letztens, ja, wir kennen uns eigentlich vom Stammtisch, deswegen ist er gerade so wütend, dass er, ne, hier, dass ich seine genommen habe und nicht zurückgeschreckt bin, aber ich muss halt eben, ne, die Armen begatten, damit die auch mal was richtig Schönes merken. Was richtig Hartes drin, aber er hat mir letztens was erzählt, es war recht schweinig und das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, weil ich wusste, dass es ihr da nicht so gut geht, bei ihm. Und zwar hat er mir erzählt, dass er sich einen 500-Euro-Schein auf seinen Penis tätowiert hat. Und wisst ihr wieso? Es hatte genau drei Gründe. Erstens, der Rathalos nimmt sehr gerne Geld in den Flügel. Oder in den Mund, sag mal so, weil... Mann, das, der Witz passt nicht mit Rathalos, weil er keine Hände hat. Egal. Egal, der Rathalos nimmt sehr gerne seinen... Geld in die Hand oder in den Flügel halt, weil Rathalosse bezahlen halt mit den Flügeln und machen auch ihren Handjob mit den Flügeln, das ist ein Wingjob bei denen. Und des Weiteren zieht ihr Geld auch gerne beim Wachsen zu. Und zu guter Letzt hat er seiner Freundin, also der Goldradian, gesagt, dass sie jede Woche 500 Euro verblasen darf. Dafür ist so ein Tattoo doch gar nicht mal schlecht. Ah, ich hoffe, jeder hat den Anfang dieses Witzes gehört, sonst fragt sich jetzt jeder, was ich für einen Scheiß erzähle. Ich glaube, da war es gerade groß dezent laut und ich war dezent leise. Aber es sollte schon gepasst haben. So nicht. Weißt du, wie oft du den Angriff schon gemacht hast? Du musst andere Stellungen ausprobieren. Das, ja, wenn du dich jetzt nicht interessierst, ist klar, aber du musst innovativ bleiben. Ab und zu was Neues ist zwar schön, aber dauerhaft. Nicht nur auch hier mal Stellungswechsel und da mal und jetzt liegst du oben, lass du mal machen. Nein, immer wieder vom Neuen. Siehst du, wie schön ich hier hinten reingehe? Perfekt, ja, da wirst selbst du schwach. Ja, natürlich muss die neuen Dinger auch treffen, das ist klar. Das war gerade sehr, sehr schön. Das hat mich fast aus allen Wolken gerissen. So weitermachen, Rathalos, und du schaffst es. Du kannst sie wieder für dich gewinnen. Glaube mir. Hier, das war die richtig harte Pille. Aber jetzt geht's weiter. Man muss sich, wenn man so etwas nimmt, muss man sich beeilen. Nicht so wie die Rathalos-Chips, die so 5 Stunden dauern, bis sie wirken. Da bist du doch schon längst wieder fertig. Und die Rathalos denkt sich auch nicht schon wieder. Jetzt ist er immer steif. Oh Mann. Vorhin war er nur so ein bisschen. Nee, du musst ihr einmal auf alles geben. Ja, genau so. Du hast es erfasst. Ein bisschen Schauspiel gehört auch mit dazu, denn du musst dich für sie aufgeben. Und nicht sie für dich aufgeben lassen. Hast du das verstanden? Das ist sehr gut. Jetzt hast du dir eine Pause gegönnt und verdient. Rückenpanzer brauche ich nicht momentan. Okay, nehme ich neben mit. Von mir aus Kreuz. Hier. Und was kriege ich noch? Ah, noch ein Rückenpanzer. Also ich habe wieder keinen Rubin bekommen. Gar keinen. Ach, fuck. Wisst ihr was? Ich als Paarexperte, Paarberatung, also... Beratung, Sex mit Paar, also und getrennt, ne, getrennten Räumen, ist ganz logisch. Ich gebe hier alles für euch auf und was macht ihr? Ihr dankt es mir nicht mal. Undankbares Pack, sorry Toni. Ja, es tut mir leid. Ja, ihm geht's nur gut, sehr schön. Er wollte den noch verteidigen, weil sie sind ja gerade erst erschöpft und Belohnung kommt später, aber... Ich bin trotzdem der Meinung, man muss sich gleich revanchieren und nicht erst später. Nein! 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 Alter, wer will mich hier gerade zur Weißglut treiben? Wer? Shit. Mann.
Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Dankeschön, dass der Blitz ausgeschalten hat. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, da bekomme ich zwei verfickte Rathalos-Rubine in einer Quest. Scheiße. Ja, aber ich habe Pech als Fähigkeit drin. Ist klar, ist klar. Aber ich kann nicht mehr.